Alright, Erev Tov, Donnerstagabend, wie jede Donnerstagabend, wie jede Woche, Parashat HaShavua, Shiur Parashat HaShavua. Unsere Parashat, die heutige Parashat ist Parashat Ki Tavo. Parashat Ki Tavo, es ist die siebte Parashat in Chumash Dvarim und wir sind schon die dritte Parasha, also die dritte Shabbos von Monat Elul, bald kommt schon Rosh Hashanah. Nächste Woche ist die letzte Parasha, die letzte Shabbat vor Rosh Hashanah in dieses Jahr. Parashat Ki Tavo hat nicht so viel Mitzvahs, so wie wir hatten letzte Woche Parashat Ki Tetzeh. Parashat Ki Tetzeh, wir hatten 74 Mitzvot, Ge und Verbote. Also, in Parashat Ki Tavo haben wir nicht so viel Mitzvot, weil die erste Mitzvah, was werden wir bald besprechen über die Thema von dieser Mitzvah, die erste Mitzvah, was die Parashat beginnt, ist gerade die Mitzvah von Bikurim. Bikurim, die erste Früchte, die erste reife Früchte, man soll es geben, man soll es bringen in Jerusalem, Beit HaMikdash, man soll es geben an die Kohanim. Die zweite Mitzvah, und dann ziemlich, die Tora spricht viel über diese Mitzvah, und dann kommt die zweite Mitzvah von Vidui Ma'asrot, das ist zweimal in sieben Jahre, wenn man beendet, die ganze Trumot und Ma'asrot, die ganze Spenden zu geben, an die Kohanim, Leviim, Aniim und so weiter und so fort, dann muss man schon irgendwie einen Text sagen, wie du im Asrot. Und dann gibt es verschiedene Ansagen und Segen und ja, es gibt auch die Kritat Brit bei Arival. Und genau welche Klalot, welche Brachot bei Hagrizim und Arival soll man sagen, das war in dem Tag, wenn die Jiden sind rein in Israel, schon mit Joshua bin Nun. Und dann die hatten erfüllt diese Befehl, dass man soll wieder ein Brit, eine Einigung, eine wieder erneuern mit lieber Gott, mit der Tora, mit dem Mitzvot. Und dann steht geschrieben, dass die sechs Stämme sind gestanden auf Berg Eival, sechs Stämme sind gestanden auf Berg Grisim und die Kohanim Levim waren in der Mitte und die haben gesagt, dass man soll auf sich nehmen die ganze Britot von die Torah und von der Mitzvot, nicht hier zu alles zu zählen, wie viel waren die. Und dann kommt, kann man sagen, die Hälfte von der Parasha spricht über die Brachot und dann die Klalot, über den Segen und über die Fluche. Es gibt da in der Fluche 98 Fluche, dass Gott behüte, wenn wir gehen nicht in den richtigen Weg. Das kommt Chas v'Shalom, ich habe keinem gedacht, keine gute Sachen. Wir wissen doch, dass die Klalot sind in ihren Wurzeln und in innerlich, die sind schon Brachot. Wir hoffen, dass alles wird zu Brachot werden, aber auf jeden Fall, dass die Großteil von der Parasha spricht über die Fluche von Gott behüte, wenn Am Israel geht nicht in die richtige Weg. Also wirklich, also schreckliche Sachen. Und deswegen steht geschrieben, steht in Tur, dass wird immer Parashat Ki Tavo, steht schon in Gemore, Ezra tiken am Israel, dass Ezra schon das eingeführt, dass man soll Parashat Ki Tavo lesen vor Rosh Hashanah. Warum? Es soll Tichle Shana Vekilotea, dass die ganze Negative und Fluche und wirklich die nicht gute Sachen soll beendet werden bevor Rosh Hashanah. Und wenn Rosh Hashanah kommt, dann Tachel Shana Ubichotea. Wenn Rosh Hashanah beginnt, die neues Jahr, dann es soll schon anfangen, die gute, die Segen, die gute Sachen, die positive Sachen. Das ist so ein Symbol, dass alles soll
beendet werden schon vorher. Habe ich heute gehört, eine sehr interessante Sache, dann warum soll man das lesen? Warum soll man das lesen? In den Namen von der Radomske Rebbe war in Polen, bevor das Krieg, bevor die Zweite Weltkrieg, hat er gesagt, so, steht doch, wir wissen doch, das steht doch, wir sagen das jeden Morgen, jeden Morgen, sagen wir doch, und ich schalma parims fatenu. Das heißt, heute leider haben wir kein Beit Mikdash, wir haben doch kein Tempel, dass wir können dort erfüllen unser Gottesdienst, die wirkliche Gottesdienst. Zu opfern, die ganze Opfer, was wir die regelmäßige von jedem Tag und was wir sind verpflichtet nach der Tora jeden Tag, wir haben doch nicht die Möglichkeit. Dann sagen uns Chachamim, unsere Weisen haben uns eingeführt, dass man soll jeden Tag davenen, mindestens dreimal am Tag. Und das ersetzt quasi die Korbanot, was soll man bringen jeden Tag. Das ist alles Ersatz, so wie es steht. Und es Shalma Farim Svatenu, das heißt, kann man ersetzen und ergänzen die Parim, die Kühe, das heißt die Korbanot, die physische Korbanot, die Tiere, anstatt zu bringen auf den Altar, kann man das einfach sagen, so wie es steht in der Torah und in die Mishnah und so weiter, so wie wir machen jeden Tag. Und damit, und ebenso, wir sagen die Tfilah, Shmonaisre, Keneget mit dem Tiknum, und damit, dass wir davenen, wir beten, das ersetzt unsere Pflicht zu bringen, Korbanot auf dem Mizbeach, zu bringen die Opfer auf dem Mizbeach, auf den Altar. Ebenso sagt er, sehr interessant, das heißt, sagt er, bevor Rosh Hashanah wollen wir sagen, die ganze Liste von der ganzen Fluche, was steht in die Parasha, dass wir sollen damit quasi Joize sein, das heißt, das Chas v'Sholem soll auf kein Id, soll Chas v'Sholem nicht passieren, etwas negativ, sondern nur wir quasi ersetzen das mit Sagen, damit, dass wir lesen das in der Torah, wir lesen das in der Parashat Shavua, die ganze unangenehme Liste von 98 Fluche, damit wir haben schon quasi erfüllt unsere Pflicht und wir haben schon Baruch Hashem Joize gewesen und wir brauchen, Gott behüte, Chas v'Sholem, keine Strafe mehr, weil alles haben wir schon in unsere Ohren oder in unserem Mund, der Balkoire, schon alles gesagt, gelernt und damit haben wir schon die ganze Pflicht erfüllt und der Sat Hashem wird nur gute und süßes Jahr für uns alle. Das heißt, das sagt er, das ist die Bedeutung von Tichle Shana Vekilelotea, damit, was wir lernen das, wir sagen das, damit schon alles schon Joize gewesen und Chas v'Sholem soll keine unangenehme Sache passieren mit kein Id. Bezrat Hashem soll nur Gutes auf allem, Bezrat Hashem mit Shana Tova und Metuka. Das ist die, warum wir lesen das bevor Rosh Hashanah. Ursprünglich war es, dass wirklich sofort nach Parashat Ki Tavo kommt Rosh Hashanah, aber doch wollen wir nicht wirklich, dass Rosh Hashanah soll mit einer Vorsetzung zu so einer Sache kommen, zum Parashat, das spricht schon über, wie gesagt, Großteil von der Parasha über die Klalot, oberflächlich sieht es aus wie Fluche, dann deswegen doch haben wir noch eine Shabbat, dass in diesem Shabbat lesen wir die nächste Parasha, Parashat Nitzavim. Und das unterscheidet, das macht schon einen Unterschied, eine Pause zwischen die Parashat Kitavo mit Rosh Hashanah, dass Rosh Hashanah soll wirklich anfangen mit einer gute und angenehme Atmosphäre. Es soll wirklich für uns alle Shana Tova und Metuka geben. Die nächste Woche, interessant, also manchmal wird gelesen Parashat Nitzavim bei Yelech, die beide Parashat zusammen, aber manche Jahre, so wie dieses Jahr und so wie letztes Jahr, wird gelesen separat. Also Parashat Nitzavim lesen wir nächste Woche und Parashat Vayelech wird gelesen in Parashat, in Shabbat Shuva nach Rosh Hashanah. Und die Hinweis ist, Pat Bagamelech. Pat Bagamelech bedeutet, das ist ein Satz in Daniel und in Divrei Yamim, es bedeutet Pat Bagamelech, dass wenn der Melech, Rosh Hashanah ist immer zu tun mit Melech, mit König, weil wir krönen doch der liebe Gott zum König am Rosh Hashanah für die ganze Welt,
für uns und für die ganze Welt, dann, wenn Melech fällt am Bag, was ist Bag? Montag oder Dienstag, Bet oder Gimel, dann Pat, wir teilen die Parashot Nitzavim Vayelech für zwei, das Nitzavim wird gelesen vor Rosh Hashanah und Vayelech nach Rosh Hashanah. Manche Jahren, wie gesagt, Nitzavim Vayelech sind zusammen. Aber das besprechen wir schon nächste Woche, egal. Hauptsache, das Kitavo ist schon eine, wie gesagt, eine Vorbereitung für Rosh Hashanah. Aber wir gehen zurück zu dem Anfang von der Parasha, was, so wie habe ich im Anfang gesagt, dass die Parasha beginnt, gerade die Parasha beginnt mit dem Mitzvah von Bikurim. Was ist Bikurim? Die erste Früchte, was wächst, was gewachsen bei dir im Garten, im Feld, egal, aber das ist von den sieben Arten, von den Shivat Aminim, die ich tapcha bei Eretz Israel, von den sieben Arten, was Eretz Israel, das Land Israel, gelobt wurde. Dann die sieben Arten, die Shivat Aminim, die erste Reife, Früchte, Obst, muss man das zeichnen. Und wenn es wird wirklich reif, dann es wird geerntet und wird als, also das steht in der Mishnah, das Rashi bringt es auch da, das geht auf Shivat Aminim. Und Rashi sagt, Mereshit, Adam yored letoch sadehu, veroe teina shebikra, korecha leagem lesiman, veomer arei ze bikurim. Das heißt, wenn ein Mensch geht in sein Feld, in seinen Garten, und er sieht eine reife Feige, bringt ein Beispiel von Feige, dann er nimmt irgendwie ein Faden und ein Gummi, sagt Rashi, und er bindet diese Obst, diese Feige, und er zeichnet das und er sagt, das ist Bikurim, und später, wenn es wirklich reif total, dann wird geerntet und wird gebracht in Beit HaMikdash. Das heißt, mit alle Shivat Aminim, aber nur Shivat Aminim, die andere Sachen nicht. Die sieben Arten von den Obst und von den Getreide, was wird Eretz Israel gelobt? Interessant, dass in die Mishnah steht drei Namen von, als Beispiel, Rashi bringt als Beispiel, Rashi braucht nicht zu viel zu bringen, Rashi bringt als Beispiel nur Feige, aber in der Mishnah steht Feige oder Granatapfel, jetzt kommt Rosh Hashanah, Granatapfel oder Geffen oder Trauben, Weintrauben. Interessant, einer von den Kommentatoren sagt, warum? Weil die ganze Mitzvah von Bikurim, die ganze Idee von den Bikurim ist Danke an Hashem zu sagen für die Früchte, was er hat uns gegeben, in das Land Israel. Das bedeutet, das ist ein Tikkun, das ist eine Reparierung, eine Korrigierung für die Avera von Meraglim, von die Spionen. Wir wissen doch, dass die Spionen, wir haben das gelernt, in Parashat Schlach, die Spionen wollten doch nicht rein in Israel. Warum? Weil die wollten nicht reinkommen in Israel, die wollten bleiben in der Wüste, nicht hier zu erklären. Auf jeden Fall, die haben wirklich also unterschätzt und geringschätzt die ganze Land mit die Ernte von Land Israel. Als Korrigierung, als Reparierung, dann sagen wir, dass wir bedanken Hashem gerade für die gute Früchte, was er hat uns gegeben in Land Israel. Deswegen sagt er, in dem Mishnah wird gebracht, die alle drei, gerade wird genannt, die alle drei Namen, die alle drei Sorten, Arten von die Früchte. Weintrauben, Feige und Granatapfel. Warum? Ganz einfach. Weil die Meraglim haben gerade die drei gebracht in die Wüste. Die Meraglim, die Spionen, steht geschrieben, wenn die sind zurück von Israel in die Wüste, die wollten doch erschrecken am Israel, die wollten doch erschrecken das Volk Israel, dass die sollen nicht reinkommen wollen in Israel. Was haben die gesagt? Die wollten die überzeugen, ja, es ist doch gute Früchte dort, aber die sind riesig, die sind doch nicht normal, die sind doch
über die Natur. Es ist alles schrecklich. Und die wollten sagen, das gleiche wie die Früchte sind so groß und so riesig, ebenso die Bewohner dort sind sehr riesig und sehr mächtig. Und wir können doch nicht erobern Israel. Ja, auf jeden Fall, deswegen in der Mishnah, in Masechet Bikurim, steht gerade geschrieben, die alle drei Sorten, Arten von Früchte, gerade, wie gesagt, Weintrauben, Granatapfel und Feige. Geffen, Teina, Verimon. Granatapfel, Feige und Weintrauben. Sehr interessant. Auf jeden Fall, ja, dann sagt uns die Torah, wenn du bringst es in Beit HaMikdash und du sollst das geben an die Kohen, man legt das in den Korb, man soll wissen, so wie die Mishnah erzählt und so wie steht in Rambam, dass die ganze Mitzvah von Bikurim war mit einer großen Beschäftigung, große Begeisterung. Das war nicht so einfach, dass man nimmt es gerade, weil wir wissen doch, dass es gibt eine Pflicht, zu gehen in Beit HaMikdash, Aliyah la Regel, dreimal im Jahr, Pesach, Shavuot und Sukkot. Eigentlich Shavuot, es ist genannt Chag HaBikurim. Aber das bedeutet nicht, dass nur am Shavuot kann man bringen die Bikurim. Wir haben das schon mehrere Mal betont in den Shiurim um Shavuot. Warum Shavuot genannt als Chag HaBikurim? Ja, also auf der Straße denkt man, so in Israel, Chag HaBikurim, das sind Shavuot, die Zeit von Bikurim. Dann bringt man Bikurim in Beit HaMikdash. Und im Kindergarten bringt man immer so einen Korb mit Früchte. Alles gut, alles fein. Aber Chag HaBikurim, das was Shavuot ist genannt Chag HaBikurim, es gibt zwei Gründe. Nummer eins, es kann sein wegen dem. Aber Nummer zwei, und kann sein, das ist der Hauptgrund, weil in Shavuot wurde gebracht, Minchat HaBikurim, das ist die zwei Broten, was hat man gebracht in Beit HaMikdash, Teh Lechem, was war wirklich die Hauptmitzvah von Chag HaShavuot in Beit HaMikdash. Deswegen heißt es Chag HaBikurim. Aber nehmen wir an auch, also der andere Grund, Chag HaBikurim hat zu tun mit dieser Mitzvah von Bikurim, was steht bei uns in der Parasha, dass man soll bringen Bikurim in Beit HaMikdash, trotzdem, das heißt nicht, dass die Torah begrenzt uns, dass alle Musen die Bikurim bringen in Chag HaShavuot in Jerusalem. Das ist doch nicht normal, weil nicht bei jeder ist schon reif die Früchte gerade am Chag HaShavuot. Es gibt solche, was ist schon bei denen reif. Es gibt solche, was das noch nicht reif. Die Torah, die Mishnah in Traktat Bikurim sagt uns so, dass die Zeit von Bikurim ist von Shavuot bis Chag. Was ist Chag? Wir haben schon mehrere Mal gesagt, wenn es steht Chag in dem Mishnah, in der Talmud, Chag bedeutet Sukkot. Das heißt, die vier Monate von Chag HaShavuot bis Chag HaSukkot, das ist gerade die Zeit, was fähig zu bringen, die Bikurim. Das heißt, hast du jetzt vier Monate. Eigentlich steht geschrieben in Mishnah, dass auch nach Sukkot darf man bringen, die Bikurim in Beit HaMikdash, aber es gibt einen Unterschied zwischen bis Sukkot und nach Sukkot. Vor Sukkot, von Shavuot bis Sukkot, steht geschrieben in die Mishnah und ebenso in Rambam, in die Halachot, Mevi Vekore. Was bedeutet Mevi Vekore? Er soll bringen in Beit HaMikdash. In Beit HaMikdash soll er bringen die an die Kohen, diese Korb mit Bikurim. Aber nicht nur das, sondern kann er und soll er dazu auch Kore. Er muss etwas lesen. Was bedeutet lesen? Die ganze Text, was steht bei uns in die Parasha, es gibt einen Text, was steht ab die dritte Pasuk. Das heißt, die erste zwei Pasukim stehen geschrieben, die erste zwei Versen. Dort steht geschrieben, was soll man machen, wann soll man machen, so wir werden gleich besprechen auch. Aber dann steht ab die dritte Pasuk, ab die dritte Vers steht so, Uvata el Kohen, asher eba yemim ahem, du sollst kommen zum Kohen, ve amarta elav, dann muss man was sagen. Es muss an Text gelesen werden. Welcher Text? Interessanterweise, das ist der ganze Text. Igadeti ayom Hashem Elokecha kivati el haaretz. Und dann steht ab die fünfte Pasuk. Das ist wirklich der richtige Text. Arami oved avi, vayered mitzrayma, vayagor sham bimtei meat, vayisham legoi gadol atzum varav. Bis die Ende von Rishon.
bis die 10. Pasuk. Also nicht so ein langer Text, aber trotzdem steht geschrieben in der Mishnah oder eben so in Rambam, dass man hat nicht selber gesagt von alleine diesen Text, sondern jeder hat mit der Kohen zusammen. Der Kohen hat gesagt den Text und jeder musste das wiederholen. Also Wort bei Wort oder Satz bei Satz wiederholen, was der Pasuk sagt, was der Kohen sagt, die Psukim oder mit ihm zusammen. Warum? Sehr interessant, um nicht zu verschämen, der was weiß nicht. Nicht zu verschämen, der was weiß nicht zu lesen oder der was hat uns noch nicht gelernt und gelesen. Deswegen auch größere Rabbonim, auch wenn es war ein großer Rabbiner, Oberrabbiner, was soll nicht sein, Kohen Gadol, Kohen nicht, aber also große Rabbanim, wenn die sind gekommen in Beit HaMikdash mit den Bikurim, Melech Israel auch. Man hat mit ihm zusammen den Text gesagt, man soll, wie gesagt, nicht zu verschämen, einer, was vielleicht hat er nicht gelernt und hat er weiß nicht, wie zu lesen und so weiter. Das ist der Text. Und dieser Text, warum habe ich das gesagt? Dass dieser Text wird nicht immer gesagt. Es gibt solche, was können das nicht sagen. Es steht verschiedene Situationen, wenn er hat wirklich kein Grundstück in Israel oder er hat gekauft nur die Früchte. Also nicht hier zu lernen, die ganze Halachot von Bikurim, aber auf jeden Fall, es gibt solche Situationen bei Menschen, bei gewissen Menschen, dass die können das nicht sagen, sondern die bringen einfach die Korb mit den Früchten in Beit HaMikdash an der Kohen, aber die sagen den Text nicht. Und ebenso, es gibt, das hängt an Zeiten. Wie gesagt, die Zeit von Shavuot bis Sukkot, zwischen Shavuot und Sukkot, das ist die Zeit, steht geschrieben, von Simcha, von Freude. Warum? Weil dann wirklich alles wächst, normalerweise alles wächst und geerntet, die ganze Getreide und die Früchte sind gerade in dieser Zeit geerntet, deswegen, das ist eine Zeit von Simcha, deswegen passt gerade in diese Zeit, in diese Zwischenzeit zu sagen, wenn man bringt die Bikurim in Beit HaMikdash, ebenso, es soll begleitet werden, auch mit dem richtigen Text, was steht bei uns in der Parasha. Aber gerade, wenn man bringt gerade die Bikurim, die Früchte, nach Sukkot, wobei, wie gesagt, bis Chanukka kann man noch bringen, aber sagen diese Text kann man nicht, solange es ist nach Sukkot bis Chanukka. Das heißt, das ist schon ein wichtiger Text, was man sagt. Da bald besprechen wir auch ein paar Einzelheiten in den Text. Aber vorher besprechen wir, wann ist die Zeit, dass die Jiden haben angefangen zu bringen, die Bikurim in Beit HaMikdash. Weil die Anfang von der Parasha steht, Vehaya ki tavo el haaretz. Was bedeutet Vehaya ki tavo el haaretz? Wenn du kommst rein in Israel, Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, was du Eibeshter gib dir als Erbe, Vehirishta veyashavta ba, dann, wenn du sollst das erhoben und du sollst das besetzen, dann kann man die Bikurim bringen. Sagt Rashi, Magid, Shelo נתחייבו בביקורים עד שכבשו את הארץ וחילקוה. אזו, das ist, das war nicht in die erste Jahr, wenn die Juden sind rein in Israel, sondern es hat gedauert 14 Jahre und noch mehr, bis ganz am Israel man hat erhoben die ganze Land und man hat es verteilt an die ganze Stämme von Am Israel. Solange war noch ein Stamm, das hat noch nicht sein Teil bekommen, man konnte die Bikurim nicht bringen. Und das ist sehr interessant, weil, was Rashi sagt, ist hier, weil wir haben doch vorher gesagt, was ist die ganze Idee von Bikurim? Doch danke an Hashem zu sagen, zu bedanken Hashem dafür, was er hat uns gesegnet, unser Land, und uns gegeben, Baruch Hashem, ein Grundstück, und wir können gute Früchte, gute Ernte haben. Dann die Frage ist, warum, wenn ein Einzelid, er hat schon sein Grundstück bekommen, und Baruch Hashem, bei ihm schon gewachsen, gute Getreide, gute Früchte,
Warum? Und er will wirklich Danke an Hashem sagen. Er will Hashem zu bedanken dafür, was er hat bekommen. Warum kann er das nicht machen? Man sagt ihm nein, solange deine Freunde, deine Nachbarn haben ihren Grundstück noch nicht bekommen, noch nicht erhalten, noch nicht erhoben und noch nicht besetzen, darfst du das nicht machen. Warum darf er nicht machen? Sagt er, ich will Danke, ich will einfach Danke an Hashem sagen. So, wir haben doch vorher gesagt, das ist doch eine Korrigierung, eine Reparierung, eine Verbesserung für ein Tshuva, für die Chet von dem Raglim. Dann warum sagt er, ich will schon sagen, Danke an Hashem, warum kann er das nicht machen? Und die Antwort ist, eine wirkliche Danke an Hashem zu sagen, es ist nur, wenn es geht gut an ganz Am Israel. Das heißt, die ganze Parasha spricht Danke mit ein Simcha. Wie gesagt, so wie wir vorher gesagt, die Bikurim muss man bringen mit Simcha. Eine wirkliche, echte Freude kann nicht sein, solange, eine echte Freude kann nicht sein, solange es gibt noch ein Id, es gibt noch ein Stamm oder es gibt noch ein Teil in das jüdische Volk, was die haben noch nicht erhalten, ihren Grundstück, ihren Teil, ihren in Land Israel. Das heißt, kannst du keine vollständige Gefühl und Hashem zu bedanken, solange hast du noch ein Freund, ein Bruder, ein Verwandt, ein fremder Id, was ist ganz weit von dir, aber er hat noch seine Ruhe nicht bekommen. Deswegen sagt uns die Torah, wie ich da, wie er schafft, aber du bist nicht verpflichtet, die Bikurim zu bringen, in Beit HaMikdash, um den Kohen zu geben, zu spenden, nur solange die ganze Iden ihren Grundstück, ihren Teil im Land Israel noch nicht erhalten. Wobei es gibt andere Meinungen, wobei es gibt so eine Meinung, was sagt, das kann man schon vorher bringen, die Bikurim, gleich im Anfang, aber kann man sagen, dass es gibt doch zwei Arten, Weisen, zwei Sorten von Danke an Hashem. Es gibt, und das kann man vielleicht auch das vergleichen mit jeden Tag. Also wenn wir stehen auf jeden Tag, sagen wir doch zum Ersten, der erste Satz, was wir sagen von unserem Mund ist, Mode ani lefanecha, melech hai vekayam, shechazat ab nishmati v'chon arba amnotecha. Also wir wissen doch, dass diese Mode ani, das ist, soll man das sagen, sogar bevor Netilat Yadayim, bevor die Hände waschen, sogar wenn wir sind noch unrein von der vergangenen Nacht. Warum? Weil diese Hodaa, diese Ansage von Danke an Hashem bei so einem Moment, bei so einer Situation, es ist so eine Art und Weise von Danke, was ist ganz, nimmt den Mensch von oben und das geht nicht durch, es geht nicht rein in die Charakter von dem Mensch, in seinen Verstand und so weiter. Das ist die erste Ansage, die erste einfache Danke, was man sagt an Hashem, Danke. Danke, dass ich bin da. Danke, dass du hast mir erschaffen. Danke, dass du hast mir die Neshama, die Seele, das Leben wieder zurückgegeben und ich bin wieder da und ich kann dir dienen. Nicht zu viel zu sagen. Steht geschrieben, das ist diese Moderne, das ist so hoch, so heilig, dass es kann nicht unrein werden. Aber das ist nur die erste Oder. Dann später kommt, nachher, was wir stehen schon auf. Wir sind schon rein, wir waschen die Hände, wir duschen, was soll nicht sein, jeder mit seiner geht in den Mikro oder, und dann kommt die Oda, was kommt bei 18, Moide Manachnu Loch, Nodelecha, das ist schon etwas, was kommt durch eine Vertiefung nach der Vorbereitung von Davenen, das ist etwas, was wir verstehen schon, es geht schon durch, wir verstehen schon, was wir sagen, Modim anachnu lach, Ashata Hashem kemetenu, alles was Nisecha Hashem cholem imanu, alles was er tut mit uns. Das heißt, das ist die Vergleich, das ist der Unterschied zwischen die erste Ansage von Danke, was wir sagen, gleich wenn wir stehen auf und nachher beim Davin. Ebenso da die zwei Meinungen. Es gibt die Danke, die Meinung, was sagt, kann man Danke an Hashem bei Bikurim sagen, gleich im Anfang. Aber die Halacha ist nicht so. Die Halacha ist, dass diese Danke von Bikurim ist schon
Eine große Danke. Das ist schon etwas, was muss schon kommen mit deinem Gefühl von einer Vollständigkeit, von Hashem zu bedanken. Und das kann sein, nur wenn es geht gut, nicht nur an mich, sondern auch an die ganze Umgebung, die ganze Volk, die ganze Stämme, dass es gibt kein Teil in Am Israel, kein Stamm in Am Israel, dass es geht ihm nicht gut. Wenn alles geht gut, dann kann man richtig Hashem zu bedanken. Interessant, okay, dann das ist, wann Bnei Israel haben sich angefangen zu verpflichten, die Bekurin zu bringen. In der Text, wieder in der Text, was steht bei uns in der Parasha, was wird gelesen? Ve'anita ve'amarta, bekol, laut, steht geschrieben, laut gesprochen, in Beit HaMikdash, wie gesagt, so wie habe ich vorher erzählt, wie es war, dass der Kohen hat uns, hat jedem geholfen, wie zu sagen. Aber dort in der Text, interessant, die ganze Text da, was von Bikurim, wir kennen das, diese Text. Woher kennen wir das? Nicht nur von Bikurim, sondern von Chag HaPesach. Das ist die Basis von Agadah shel Pesach. Diese Ansage, diese Text, was wird gesagt, was wird gesprochen, während die Zeit, während die Zeit, wenn man schenkt die Bikurim an den Kohen, wenn man spendet die Bikurim an den Kohen, das ist eine bekannte Text, und dieser Text, das ist die Basis von der ganzen Agadah shel Pesach, was wir sagen, am Leila Seder, am Sederabend, jedes Jahr. Beide Sederabends. Es beginnt mit Arami Oved Aviv Vayered Mitzrayma, weil dort eigentlich der, was bringt die Bikurim, erzählt eigentlich die ganze historische Background, die ganze historische Hintergrund von dem ganzen Volk. Wieso haben wir angefangen? Wir waren so wenig wir waren in Ägypten, und die Ägypter haben uns gequält. Und der Eubester hat uns ausgezogen aus Ägypten, und er hat uns gebracht hier in Eretz Israel. Und dann der Eubester hat uns, der liebe Gott hat uns gesegnet mit diesem Land. Und dann, deswegen bringe ich jetzt diese Bikurim, diese erste Früchte, was der Eubester hat mich gesegnet. Aber alles, wie gesagt, alles da steht, was ist passiert. Und interessanterweise auch in der Agadah. Was zitiert gerade die Midrashim über unsere Parasha, beginnt mit der ersten Pasuk, mit der ersten Ansage, und das ist Arami Oved Aviv Vayered Mitzrayma. Wer ist Arami Oved Aviv Vayered Mitzrayma? Das heißt, beginnen wir nicht von Ägypten, sondern beginnen wir von Lavan Arami. Von Lavan Arami, dass Lavan wollte schon kämpfen und Chassid Sholem vernichten Am Israel damit, dass er wollte schon der Jakob Avinu, sein Schwiegersohn, er wollte mit ihm schon kämpfen und ihm kaputt zu machen. Warum beginnen wir von dieser Geschichte? Warum? Weil die Hauptgeschichte ist doch über Yetziat Mitzrayim. Dass wir waren in Mitzrayim, es war sehr schlecht. Der Eibeshter hat uns ausgezogen von Ägypten und gebracht in Land Israel. Und jetzt bringe ich die erste Früchte, was der Eibeshter hat uns gesegnet in Israel. Warum brauchen wir also paar Generationen vorher anfangen mit Lavan Arami, mit Aram? Was ist so wichtig? Warum nicht von Abraham Avinu? Also die Kommentatoren also bringen verschiedene Geschichten. Rashi sagt ganz einfach, Maskir Chasdei Makom, weil wir sprechen über wir loben Hashem dafür, was hat uns gerettet von Ägypten. Dann beginnen wir schon ein bisschen vorher, dass der Lavan Arami wollte schon ebenso uns vernichten, Chassid Sholem, Gott behüte. Und der Eibeshter hat uns gerettet, und das gleiche war in Ägypten. Interessant, ich werde heute, habe ich gesehen von der Alschich, der heilige Alschich sagt, sehr interessante Pirush, sagt er, dass eigentlich Lavan, er ist die Ursache, er ist der erste Grund, dass warum die Juden, warum wir sind gekommen in Ägypten. Sagt er so, weil wenn Lavan, was war die Geschichte mit Lavan? Dass Jakob wollte doch heiraten Rachel. Und am Ende, er hat ihm gegeben Lavan. Lavan hat ihm gegeben, der Schwiegervater hat ihm gegeben Lea. Später auch Rachel. Sagt er so, wenn hätte Lavan
der unser Vater Jakob nicht betrug, wenn hätte Lavan hätte mit ihm benommen wie ein normaler Mann, dass er hat ihm versprochen die Rachel und er hätte die Rachel bekommen, dann was wäre passiert? Sagt er, der Altschicht, dann was ist passiert? Dann, es wäre später die ganze Folge und die ganze Ergebnis, was später passiert, in Israel schon, die ganze Kriegerei und Streiterei zwischen den Brüdern, die Sonne von Jakob, wäre nicht passiert. Warum, sagt er? Weil wenn Rachel wäre die erste Frau, wenn hätte Jakob geheiratet sofort Rachel und nicht Lea, dann Josef, der Sohn von Rachel, wäre der Bechor, wäre der erst geboren. Natürlich. Nicht nur, dass später ist geworden ein Bechor, so wie genommen von Ruben, sondern biologisch, so war physisch. Er wäre doch der erste Kind. Und dann wäre gar nicht passiert später. Jakob hatte ihm eine besondere Liebe, aber als Bechor, als erst geboren, dann hätten die anderen Brüder hätten das vielleicht, die könnte das akzeptieren. So sagt der Altschich. Aber weil der Aramio ben David Lavan, der Schwiegervater, hat gemacht einen ganzen Balagan. Anstatt zu geben, die Rachel, so wie er versprochen, der Jakob. Wem hat er gegeben? Hat er gegeben nicht die Rachel, sondern die Lea. Und dann, zum Ersten ist geboren gerade die anderen Brüder, Ruben, Shimon, Levi, Judah und so weiter. Und Josef nur am Ende geboren wurde. Also, dort bei Issachar und Zvulun. Und er war der Jüngste von allen. Deswegen später, wenn Jakob hat ihm gezeigt, eine besondere Liebe, weil er war der Sohn von Rachel und so weiter, Ahavoto mikol achim, das hat verursacht später die ganze Streiterei, dass die am Ende die Brüder haben verkauft Josef an Ägypten. Und das war die Ursache, warum gerade die ganze Brüder und die ganze Familie sind doch gewandert in Ägypten. Deswegen sagt der Aschich, sehr interessant, deswegen sagt der Aschich, das ist der Grund, warum bei dem Text über die Bikurim, was sollte sein, die Schwerteil nur über Ägypten und wie der Eubischter hat uns gerettet und ausgezogen aus Ägypten, was steht dort, dass der Eubischter hat uns gerettet von Lavan. Warum? Weil das ist doch eine Vorsetzung, weil wegen Lavan, der ganze Betrug, was er hat gemacht, das hat uns gebracht, dass wir sollen gehen in Ägypten. Wobei alles war schon von vorher, bei Brit ben Abtarim, bei dem Bund, was Hashem hat gemacht mit Avraham Avinu, dass die soll gehen bei Eretz Olaim, aber auf jeden Fall tatsächlich, wie es ist passiert, gerade in unseren Augen, sagt der Aschich, das ist passiert wegen Lavan Arami. Er war die erste Ursache, wie es ist, wirklich entwickelt wurde. Das hat gebracht, die ganze Geschichte mit Josef und den Brüdern, und deswegen, die sind gekommen in Ägypten. Sehr interessant, auf jeden Fall, das ist der Text, was wir sagen, aber die Hauptsache, was steht bei uns in der Parasha, ein paar Mal, das steht, am Ende von der Bikurim steht Vesamachta becholatov. Man soll das machen mit Simcha. Man soll machen mit Simcha, man soll bringen die Simcha, die Freude soll man bringen in wenn man bringt die Bikurim. Und ebenso steht weiter viel Simcha steht doch bei die Parsche von Ari Grisim und Arival in der ersten Tag, wenn die sind rein in Israel, was erwachte Schlemi, was halte Scham, was samachte Lefner Scham Lokecha. Man soll das machen mit Simcha. Alles soll man machen mit Freude. Und der dritte Mal, was es steht, ist gerade bei der zweite Teil von der Parasha. So wie gesagt, die Schwerteil von der Parasha spricht über Chas und Scholem, über die nicht positive Sachen, über die Fluche. Und dort steht alles. Warum wird Chas und Scholem bestraft werden, steht, Tachat Asher lo avadat at Hashem Elokecha besimcha uvetuv levav. Das heißt, alles ist nur wegen was? Nicht, dass es war, wir gehen nicht in die richtige Weg. Sondern was ist die richtige Weg, das soll Am Israel gehen soll? Nicht nur in einfache Weg von Torah Mitzvot, sondern alles ist, weil, doch, man hat erfüllt, man hat alles gemacht mit Torah Mitzvot, aber es war ohne Simcha. Tachat Asher lo avadat Hashem Elokecha, weil hast du gedient Hashem, aber ohne Simcha, ohne Freude. Das heißt,
Chassid Scholem, so sagt der Arizal, das ist die Bedeutung von dem Pasuk. Das heißt, sehen wir, dass Minimum dreimal die Torah in unserer Parasha spricht und betont die Freude, was man braucht, zu haben Leben unsere, die Leben von Torah Mitzvot, das alles muss gemacht werden mit Simcha, das hat zu tun mit Chayelul, was haben wir gestern bezeichnet und darüber gesprochen, das Chayelul bringt Lebendigkeit, Simcha, das Chassidus bringt Simcha in die ganze Avodat Hashem und das, was wir sehen in unserer Parasha, auch die Einheit, die Achdut, was wir gesprochen haben, das auch zu tun mit Chayelul. Auf jeden Fall, wie soll es sein, wir sind im Monat Elul, wir sind in die letzte Linie sozusagen von Monat Elul. Wir sind schon, also 11 Tage vor Rosh Hashanah, schon 10 Tage. Auf jeden Fall, die ganze Vorbereitungen von Tshuva muss gemacht werden mit Simcha, mit viel Freude. Der Eibishter soll uns immer geben, nur Simcha und nur positive Sachen, gute Sachen. Und das wird die beste Vorbereitung, dass der Eibishter soll uns geben und segnen. Shana Tova und Metuka, gutes und süßes Jahr. Betoi vanire vanigle, in die offenen Augen, in die offenen Gesicht, sollen wir sehen, dass der Eibishter gibt uns alles, was wir brauchen. Gesund, panosse naches, seid uns alle gesund, stark und freilach, a guten und a freilachen Schabes und a lechtlichen Schabes, sei gesund und stark. Gesund, stark und freilach. Und freilach, sicher, ja. A guten Schabes und a freilachen Schabes.